Wir haben mit dem ersten Bundesbedarfsplangesetz, das im vergangenen Jahr, im Sommer, im Juli in Kraft getreten ist, erstmals eine gesetzliche Grundlage für den künftigen Netzausbau im Rahmen der Energiewende. In diesem Bundesbedarfsplangesetz stehen 2.300 Kilometer an neuen Leitungen, die gebaut werden sollen. Und darüber hinaus nochmal 2.700 Kilometer an Optimierungs- und Verstärkungsmaßnahmen. Dieses Bundesbedarfsplangesetz basiert auf einem Netzentwicklungsplan aus dem Jahre 2012, baut darauf auf. Und Sie wissen, dass der Netzentwicklungsplan jährlich aktualisiert, angepasst, neu gemacht, neu justiert wird. Wir haben aktuell den Netzentwicklungsplan 2013, der erst vor ganz kurzer Zeit bestätigt als Bundesnetzagentur. Im Moment ist schon der nächste Bericht, der Netzentwicklungsplan 2014, jedenfalls bei den Netzbetreibern in Arbeit gewesen, die diesen jetzt konsultieren und mit der Öffentlichkeit debattieren. Wir prüfen den parallel und dann wird daraus dann auch wieder irgendeine Form der Bestätigung werden. Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass die Entscheidungen, die die Koalition über die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes getroffen hat, dass sie Eingang finden in den Netzentwicklungsplan 2014, dass wir also die Netzbetreiber gebeten haben, das, was in der Koalitionsvereinbarung steht, und mehr ist unter Zeitaspekten nicht möglich in der kurzen Zeit gewesen, das, was in der Koalitionsvereinbarung steht, dann in irgendeiner Form auch, nämlich in Gestalt von Sensitivitäten abzubilden. Und das werden Sie dann in der vergangenen Woche, war es, glaube ich, wo das veröffentlicht wurde, von den Netzbetreibern dann gesehen haben. Ein zentrales Ergebnis ist, dass auch wenn man diese Sensitivitäten berücksichtigt, also zum Beispiel den langsameren Offshore-Ausbau, also zum Beispiel den neuen Korridor bei den Erneuerbaren, also zum Beispiel das Einspeisemanagement, also das Kappen von Einspeisespitzen in bestimmten Fällen, nicht den Kern des Bundesbedarfsplangesetzes verändert, insbesondere auch nicht die HGÜ-Leitungen, die Gleichstromübertragungsleitungen, die ja teilweise doch in etwas heftiger Diskussion im Moment sind. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Stromnetze ist nach wie vor ein zentrales Anliegen nicht nur der Netzbetreiber selber, sondern auch natürlich der Bundesnetzagentur, die Öffentlichkeit maximal und transparent und frühestmöglich einzubeziehen. Das geschieht auch sowohl durch die Netzbetreiber als auch durch uns. Ich könnte jetzt eine lange Liste aufmachen von Informationstagen, die wir allein gemacht haben. Wir sind auch bei jeder Veranstaltung, die die Netzbetreiber vor Ort machen, die zum Teil von Bundestagsabgeordneten in Wahlkreisen veranstaltet werden, vieles mehr. Wo immer wir eingeladen werden als Bundesnetzagentur, gehen wir da auch hin und steuern unser Wissen und unsere Einschätzungen bei, um eben für diese Transparenz zu sorgen. Das zweite große Thema im Bereich der Energie ist das Stichwort Versorgungssicherheit. Sie wissen, dass es neue Regelungen gegeben hat, die sogenannte Reservekraftwerksverordnung, nach der die Bundesnetzagentur nach entsprechender Vorarbeit durch die Netzbetreiber Stilllegungen von Kraftwerken, von Kraftwerksblöcken verhindern kann, nämlich dann, wenn diese systemrelevant, also für die Netzstabilität notwendig sind. Dazu die aktuellen Zahlen. Stand April 2014 haben wir 47 Kraftwerksblöcke, die zur Stilllegung bei uns angemeldet worden sind. Dabei ist wichtig zu unterscheiden, das sind Kraftwerksblöcke, das sind nicht 47 Kraftwerke, wie manchmal zu lesen ist, sondern das sind 47 Kraftwerksblöcke mit einer Leistung insgesamt von 13.500 Megawatt. Und für mehr als die Hälfte dieser Anlagen steht schon jetzt fest, dass sie nicht systemrelevant sind und deswegen auch stillgelegt werden dürfen. Wir haben aktuell gerade 7 Stilllegungsanzeigen mit einer Leistung von 1.440 Megawatt, wo die Übertragungsnetzbetreiber uns signalisiert haben, diese seien systemrelevant für das Netz und die wir auch als entsprechend systemrelevant genehmigt haben, mit anderen Worten, wo eine Stilllegung nicht stattfinden kann. Das betrifft durchweg Kraftwerksblöcke südlich des Mains, nämlich in Walheim, in Marbach und in Ingolstadt. Auch ganz neu und frisch und deswegen auch im Jahresbericht notwendigerweise noch nicht enthalten,
ist unser Bericht über die Systemsicherheit in den kommenden Wintern. Das sind Zahlen jetzt vom vergangenen Freitag, wenn Sie so wollen. Da haben wir nämlich den Bericht an das Bundeswirtschaftsministerium gegeben. Das heißt, wir prüfen ja gemeinsam mit den Netzbetreibern immer für die vor uns liegenden Winter, reichen die vorhandenen Kraftwerke aus, um die Netzstabilität in Deutschland zu gewährleisten. Die neuesten Zahlen seit vergangenen Freitag, wie gesagt. Danach haben die Netzbetreiber für das Winterhalbjahr 2014-2015, also für das vor uns liegende Winterhalbjahr, einen Reservebedarf in Höhe von gut 3.000 Megawatt ermittelt. Da wir heute schon 3.000 Megawatt unter Vertrag haben, ist der zusätzliche Bedarf, der dann noch unter Vertrag genommen werden muss, sehr klein, nämlich nur noch gerade mal 65 Megawatt, sodass wir also davon ausgehen können, dass der kommende Winter, was die Systemsicherheit, die Versorgungssicherheit angeht, uns keine Sorgen bereitet. Für den darauf folgenden Winter, das ist der Winter 2015-2016 und das ist dann der Winter auch, wo das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld ja zum Ende des Jahres 2015 abgeschaltet werden soll, steigt der Reservekraftwerksbedarf auf 6.000 Megawatt, ist auch höher als in den bisherigen Analysen, da waren es nämlich 4.800 Megawatt beschrieben. Die Differenz erklärt sich nicht aus zusätzlicher Sorge, wenn Sie so wollen, sondern die Differenz erklärt sich im Wesentlichen daraus, dass wir das Sicherheitsniveau, das abgesichert wird, nochmal angehoben haben, indem wir der Analyse Szenarien zugrunde gelegt haben, die nun alle Risiken, wenn Sie so wollen, in einen Topf werfen, auch solche, die es bisher in dieser Kombination noch nie gegeben hat in der Vergangenheit, einfach deswegen, weil wir auf der ganz sicheren Seite sein wollen. Dann kommt man zu 6.000 Megawatt Reservebedarf und auch dort ist der allergrößte Teil schon durch Verträge gesichert. Es bleibt noch ein offener Bedarf von 1.439 Megawatt. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir dies auch in dem jetzt begonnenen Interessenbekundungsverfahren decken können. Nochmal steigt der Reservebedarf dann in dem Winter 2017-2018. Das ist der Winter, in dem das Kernkraftwerk Gundremmingen vom Netz geht. Dann kommen wir auf 7.000 Megawatt Reservebedarf und da sind derzeit noch offen 3.076 Megawatt. Auch das, denken wir, werden wir am Ende dann durch entsprechende Verträge mit Kraftwerken, die im benachbarten Ausland liegen, decken können. Das Interessenbekundungsverfahren hat am vergangenen Freitag begonnen dazu, dauert bis Mitte des Monats. Wir werden sehen dann, inwieweit diese Reserven unter Vertrag genommen werden können. Wichtig ist, die Netzbetreiber sehen nicht den Bedarf, ein Kraftwerk neu zu bauen. Das ist ja eine Diskussion, die im Süden unseres Landes geführt wird. Die Netzbetreiber kommen zu dem Ergebnis, vorhandene Kraftwerke und solche, die noch unter Vertrag genommen werden, also im Bestand sind, die reichen aus, um die Systemsicherheit zu garantieren. Kein Neubau vorgeschlagen, wie gesagt, und deswegen auch keine Veranlassung für die Bundesnetzagentur, hier ein entsprechendes Verfahren in Gang zu bringen. Denn das würde voraussetzen, dass die Netzbetreiber einen solchen Bedarf feststellen.